Ich muss hier weg. Das Schiff ist außer Kontrolle. Zündung ein. Oh, Glück gehabt. Oh nein. Verdammt, die Druckwelle wird uns erwischen. Oh Gott, wenn ich auf Vollfassen das montiert. Der bekommt von mir was zu hören, wenn ich ihn erwische. Oh nein. Nein. Nein! Oh, mein Kopf. Oh, verdammt. Oh, Feuer! Verdammt! Ich muss hier raus! Geh auf, du Scheißding! Geh auf! Oh, oh verdammt. Oh, Mist! Hilfe! Oh. Wo ist der Feuerlöscher? Da. Glück gehabt. Scheiße. Ganz schön Dreck hier. Das Ding geht wieder nie an. Typischer Schrott aus Taiwan. You have suffered minor head trauma. This is considered an optimal outcome. This PDA has now rebooted in emergency mode with one directive: to keep you alive on an alien world. Please refer to the data bank for detailed survival advice. Good luck. Ja, wir haben eine Gehirnerschütterung. Und wir sind auf einem fremden Planeten gelandet. Na toll. Okay. Erstmal Luft schnappen, was hier oben los ist. Wo wir sind. Oh Gott, was war das? Suffered orbital hull failure. Cause unknown. Zero human life signs detected. Und damit ganz herzlich willkommen, ihr Lieben da draußen, zu Subnautica. Wie ich ja schon angekündigt habe, ein neues Spiel hier auf meinem Kanal. Und ich bin von dem Trailer sehr angetan gewesen und wollte das Spiel unbedingt ausprobieren und euch zeigen. Und ja, also wir sind hier auf einer fremden Welt gelandet und wir sollen versuchen zu überleben. Wir gucken mal in unser Log, was wir zu tun haben hier. Ah, die Aurora ist abgestürzt, wie es aussieht, ja. Rumpfschaden erlitten, Ursache unbekannt, keine menschlichen Lebenszeichen registriert. Okay, okay. Ich habe eine Gehirnerschütterung, ja, und soll jetzt in die Datenbank reingucken und Notfallsystem in der PDI-Datei, okay. Überleben, was haben wir denn hier? Baupläne, fangen wir an. Okay. Notfallevakuierung. Überlebenscheckliste. Okay, was müssen wir machen? Leiste erste Hilfe, falls erforderlich. Okay. Überlebender. Sieht nicht so aus, als hätten wir welche. Mache eine Bestandsaufnahme von Materialien und Lebensmitteln. Teile Rationen ein. Suche die Umgebung nach Bedrohung und Ressourcen ab. Stelle benötigte Überlebensausrüstung mit Hilfe des Fabrikators der Rettungskapsel her. Untersuche die Rettungskapsel nach Schäden und führe Reparaturen durch, falls erforderlich. Setze Notsignal per Kurzstreckenkommunikator der Rettungskapsel ab. Suche andere Überlebende in Sichtweite oder mit Hilfe des Kommunikators. Finde oder konstruiere eine langfristige Unterkunft. Okay. Halte eine körperliche und geistige Gesundheit bis zur Rettung aufrecht. Okay. Gut. Na dann. Haben wir hier noch irgendwas an Bord? Gehen wir mal schnell runter. Was ist das? Sanibucket, alles klar. Kann man hier betätigen? Ist kaputt, muss man reparieren. Beschädigt das Sekundärsystem. Okay. Ah, das ist der Fabrikator. Okay. Da brauchen wir die Ressourcen. Okay. Kupfer. Säurepilz. Ah, Nahrung wäre ganz wichtig. Was brauchen wir für Getränke? Kann man hier einfach Wasser abschöpfen? Wir haben da hier genug um uns. sonst zeigst du mir hier an. Ausrüstung. Kann man ohne nichts machen. Also. Alles ein Ausgekraut. Warnung. Okay. Energie. Ach, steht da oben. 75 zu 75. Was ist hier? Ach, hier. Machen wir rein. Ah, Sani-Paket. Das können wir gleich mal nehmen. Ja, 100. Was haben wir hier? Leuchtfackeln. Gefiltertes Wasser und Nährungsstoffe. Okay.
Machen wir gleich mal was essen hier. Mal auf 100 und was trinken. Jo, gut. Und jetzt? Ab ins kühle Nass. Oder? Boah. Sieht das geil aus. Also ich bin echt überwältigt. Dieser Schönheit. Krass. Oh, den hätten wir fangen können. Was sagt er da? Zerbrich Kalkstein. Oh, der hat Fäuste aus Stahl. Ganz einfach. So, versuchen wir mit dem mal zu kriegen, da. Oder der ist langsamer. Ein Skilauge. Oh, wir müssen auftauchen. Wir haben keine Sauerstoff mehr. Oh. Na, wir spielen natürlich den ganz normalen Überlebensmodus, ne? Das dürft ihr nicht vergessen. Ja, also nichts mit irgendwie hier Hilfen und sowas. So, wir müssen alles selber machen. Oh, Feuerlöscher. Kann man den irgendwie ins Inventar ziehen? Ja, gut. So, jetzt haben wir erstmal was fischmäßig. Können wir den kochen? Stimmt. Fackel? Ja, die brauchen wir, wenn es dunkel ist, bestimmt. Mal den Fisch da krapschen. Na, komm her. Mann, die sind schnell. Oh. Er hängt mich ab. Jetzt habe ich einen Klopscher. Schöner Name. Klopscher. Der Klopscher. Wir müssen auftauchen. Wir haben nur noch 18. Voll machen. Mal gucken, wo wir Wasser herbekommen. Ah, komm her. Je, was ist denn das? Ein Blasenfisch. Hat er bloß ein Auge. Also ich sollte sagen, fremde Ressourcen sammeln. Also Fische sammeln, um die fremden Ressourcen auszubeuten. Hm? Was ist das denn? An den kann ich nicht fangen. Oh Gott, schade. Oh, das sieht echt geil aus hier. Oh, was ist das denn? Oh, wir tauchen vorher mal auf, vom Boden dahin schwimmen. Oxygen! Bloß gut, dass es eine Warnung gibt, sonst würden wir ganz schnell abkratzen. Hopp! Oh, das Spiel ist so schön. Guckt euch das mal an hier. Ma! Oh, was sind das für welche? Ein Bumerang! Sieht auch aus. Können wir hier unten hier hoch rein? Tatsache. Oh, können wir uns was zu essen machen? Tatsache. Oh, wir können was zu trinken machen. Aus was denn? Ah, aus dem Blasenfisch können wir Wasser machen. Alles klar. So, jetzt brauchen wir was zu essen. Gekochte Stielauge. It is common for those accustomed to synthetic foods to be repulsed by eating an animal carcass. Remember that humans survived this way for millennia. You can too. Okay. The fabricator cooks small organisms while disposing of the skeletal structure, bodily fluids, and internal organs, thus rendering them safe for human consumption. Okay, also wir können die natürlich essen. Ja, indem wir die einfach bloß anklicken. Der hat 3 Nahr, 21, plus 3 H2O. Der hat plus 13. Ach, die verlieren auch noch Punkte? Okay. Wenn wir sie zu lange im Inventar haben, verlieren wir die wahrscheinlich. Vielleicht brauchen wir dann sowas wie wir zum richtigen Überleben. Also früher in der Frühzeit haben sie halt Salz benutzt, um Nahrung länger haltbar zu machen. Vielleicht ist das hier genauso. Wissen wir ja noch nicht. Schauen wir mal nochmal, was wir hier noch so finden. Das sieht echt geil aus. Was haben wir hier? Metallschrott, einsammeln. Okay. Es nimmt doch viele Slotplätze weg. Hui. Oh, ach hier haben wir die letzte. Ja, dafür brauchen wir Titan. Okay. Ein Reparaturwerkzeug brauchen wir, um unsere Kapsel mal zu reparieren. Das wäre interessant. Oh, jetzt ist es aber dunkel. Ach, die wirft man gleich, oder was? Okay, also mit 16 aktiviert man die, wirft sie gleich. Kann man die wieder aufheben? Oh, jetzt wird's richtig grell. Oh!
sie gestorben. Alles klar. Ja, ich habe auf den Sauerstoff nicht geachtet. Aber gut, ist passiert. Also zum ersten Mal tot. Nach ein paar Minuten, das ist gut. Oder auch nicht. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir gestorben sind. Vielleicht findet man das Zeug ja wieder. Wo war denn das? Vielleicht da? Nee. Die eine Fackel haben wir ja noch in der Hand, genau. Oh, die sind ja gerade hier irgendwo gestorben, ne? Oxygen. Oh, ich sollte hier wieder auftauchen. Plus gut, dass es das noch nichts angreift hier, bis jetzt. Also wir haben es noch drin im Inventar, also wir haben nichts verloren. Ich dachte, wir verlieren was. Okay, dann ist ja gut. Glück gehabt. So, nochmal ein bisschen Wasser sammeln hier, dass wir was Vorrat haben. Die blauen, also diese komischen Klubschaugen. Wie sind die nochmal? Blasenfische. Dafür kriegen wir halt Wasser. Mal sehen, ob wir davon noch mehr finden. Leg mal eine da ab, also dass wir ein bisschen die Umgebung erleuchten hier. Wie wir die Fackeln bauen können, müssen wir auch mal schauen. Ach, das sieht so schweinegeil aus, das Spiel. Also mir gefällt es sehr gut, also. Ne? Und ihr müsst natürlich auch mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Spiel findet. Also ich finde es klasse. Und jetzt sehe ich mal gar nichts mehr. Was haben wir hier? Wir essen mal was. Oh, hier der. Oh Gott, nicht schon wieder. Dann auftauchen. Oh. Puh. Wir müssen erstmal Nahrung sammeln, dass wir überhaupt was haben, dass wir überleben können. Da hinten ist wieder einer. So ein Blasenfisch. Zack. Scheint gar nicht so häufig so unterwegs zu sein hier. So schön aus. Schmeiß mal die Fackel hier weiter weg. Das sieht so blöd aus. Wo sind die denn gelandet? Da. Oxygen. Schnell wieder hoch hier. Wir sind schon 10 Meter gewesen. Wir schmeißen die mal weiter dahin. Die sinkt dann ab und erleuchtet die ganze Umgebung. Das finde ich ganz klasse. Hier ist so eine Sammelstelle von Fischen. Haha, hab dich. Wir brauchen mehr zu trinken. Das heißt, wir brauchen mehr Blasenfische, wie es aussieht. Aber erstmal müssen wir die finden. Und zu essen brauchen wir ja auch. Oh, Sauerstoff geht schon wieder zur Neige. Erstmal von der Rettungskapsel nicht so weit wegbewegen. Wir müssen warten bis es Tag ist, wir sehen überhaupt nichts. Hopp! Oh, der tropft, das wird. Oh, das ist richtig geil. So, wir müssen jetzt eigentlich mal was herstellen langsam mal. Ja, vielleicht irgendwie Reparaturwerkzeuge, so dass wir unsere Kapsel wieder vordermann kriegen. Und dass wir das Notsignal absetzen können, so wie es gewünscht worden ist. So. Was war jetzt gerade? Guck mal schnell ins BDI. Erhöhte Strahlungswerte der Umgebung festgestellt. Die Tendenz entspricht dem Schaden am Antriebskern der Aurora, der beim Absturz auf dem Planeten entstand. Entstand? Entstand? Na toll!